Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays jetzt? Von The Evil Within 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Problem ist, ich habe kaum Munition. Die anderen... O'Neill, Bewegung! Okay, einer weniger. Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und über Gegner werden vor allem durch Geräusche ein. Wenn du dich gedruckt bewegst, kannst du Geräusche unterdrücken mit dem... Also anlocken kann ich sie nicht, gell? Guck mal, da ist was zu looten. Wir machen das mal ein bisschen mehr Duck and Cover mäßig. Den Typ da können wir... Flaschen. Das Werfenflank kann genügend Lämpfe, um Gegner abzulenken. Flaschen können im Arsenal mit der Fertigkeit. Okay. Ich wollte mich kurz sagen, können wir nichts werfen, um... Guck mal, ein Chirurg. Kann ich das nehmen? Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Nee. Ja. Er droppt nix. Ich weiß, dass ich durch die Tür muss. Entdeckungssymbol. Wenn der Gegner deine Anweisung erscheint am oberen ein Formal ist, wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet das Auge vollständig. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Warum macht er das denn? Das wollte ich doch eigentlich. Ich würde gerne noch die ganzen Viecher da töten. Also ich würde das jetzt... What the fuck, den hab ich gar nicht gesehen. Mal cool. Ich glaube, ich sterbe.
kam der denn her? Waren das die zwei, die da... Aber wie haben die mich denn entdeckt? Die habe ich gar nicht gesehen. Schön, dass ich ihm noch die Flasche an den Kopf geworfen habe. Läuft. Es waren die zwei, tatsächlich. Ich habe gar nicht gesehen, dass er losgelaufen ist. Okay, das sind vier. Das ist so viel. Ja, ein bisschen Gel haben wir ja bekommen. Eine Spritze haben wir verloren. Und wie viel Munition? Oh. Dass die das Geballer da nicht gehört haben. Scheiße. Das hören die auch nicht, geil. Er hat's gehört. Oh fuck. Aha. Kommst du nicht rein? Okay. Das müsste eigentlich halten. Sicher bin ich eigentlich nicht. Ich meine, das sieht ja erst nicht seit heute so scheiße aus hier in dem Dorf, also. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Da ist meine Waffe. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Die Waffe ist noch gesichert. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Shaquille O'Neill? Liam O'Neill. Oh, langweilig. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, Lily. Oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus.
Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, Sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke. Wir haben doch noch ein Foto gefunden, wo ein toter Möbius Mitarbeiter drauf war. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingen. Warum hat er nicht das MG von dem Sicherheitstypen? Der hatte doch eine schöne Waffe. Muss er nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ich wollte schon sagen, der hat da bestimmt hier noch ein bisschen Zeug rumliegen. Waffenteile. Munition. Ja, an Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten und Waffen mit Waffenteilen, okay. Vor jedem Vorderschliff steht ein Vorratskasten. Das ist ein Inhalt im Laufe, der jetzt immer wieder aufgefüllt. Vergiss nicht, hin und wieder zu ver... Okay. Das ist aber nett von denen. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauchen Gebrauch eine weitere, bei dir dauert eine gewisse Zeit. Okay. Na, Kaffee ist immer gut. Könnte ich jetzt eigentlich auch mal trinken. Werde ich nach der Aufnahme machen. Schön, leckeren Chai Latte. Scheiße, und ich habe für die Spritze angewendet, bevor ich hier reingegangen bin. Das tut gut. Ist mir eher gewusst. So, da gucken wir mal, was wir hier herstellen können. Herstellung. Pistolenmunition. Spritzer. Hier fehlen folgende 2 Kraut. Ich bin noch ein Kraut. Waffenverbesserung. Feuerkraft. Mir fehlen noch Komponenten, okay. Ich würde gerne auf Feuerkraft gehen, weil dann kann ich die mit weniger Schuss irgendwann mal mit einem Headshot töten. Und da sind wir gekommen. Wo geht's da hin?
Lass die Tür einfach mal hier offen, ja, zu deinem sicheren Versteck. Ist das in Ordnung? Schwester Tatjana! Was zum... Wer war das? Oh, da geht's raus. Will aber nicht raus. Sebastians Zimmer. Hier ist auch eine Werkbank. Ah, da ist der Rollstuhl zu verbessern. Ja, alles wird gut, Junge. Das kriegst du auch noch in den Griff. Das kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil. Da war es aber irgendwie ein Behandlungsstuhl, kein Rollstuhl. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Entschuldigung. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Sehr, sehr gerne. Wenn ich schon mal hier gefesselt bin. So wie früher. Oh, verdammt. Verbessern. Ich werde erstmal so ein bisschen auf Leben gehen. Genau, Gesundheit. Was haben wir hier alles? Steigerung der Maximum, okay. 1500. Heilung. 1500. List. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Auf 110%. Wir haben nur 2200. Das habe ich schon. Habe ich eben gemerkt gehabt, weil ich dem Typen, der da mich angegriffen hat, eine Flasche an den Kopf geworfen habe. Kampf. Ja, ist schwierig. Was machen wir? Komm, wir gehen erstmal auf Leben. Wir brauchen 3000, 10.500. Okay, wir brauchen 10.500, dann haben wir 175 Leben. Gleichzeitig noch ein bisschen auf Heilung. Also wirklich so ein bisschen auf Tank gehen. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier an der Stelle Feierabend. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge. Ja, an dem. Bei einer weiteren Folge von The Evil Within 2 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.